Tirano-Veltlin, der Bahnhof von 1927 und dasselbe Gebäude heute. Der Eingang hat sich verschoben und die Liktorenbündel-Symbole des Faschismus sind verschwunden. Hier startet seit 1908 die weltberühmte Bernina Bahn nach St. Moritz. Die ersten 2,5 Kilometer geht es durch Tirano, vorbei an der Basilika Madonna di Tirano. Bei Campo Colongo wird die Grenze zur Schweiz passiert. Michael Mayer schreibt, Außenaufnahmen habe ich schon im Jahr 2020 aufgenommen. Aufgrund Corona wurden die Züge verkürzt geführt. Jetzt geht es erst einmal unter dem ersten Glanzlicht der Strecke hindurch und anschließend hinauf auf das berühmte Kreisviadukt von Brusio. Seine Länge beträgt inklusive Damm 142,80 Meter. Jeder der 9 Bögen besitzt eine Spannweite von 10 Metern. Der Gleisradius beträgt 70 Meter und die Neigung 70 Promille. Gezogen werden die Züge hier hauptsächlich von den ABE 812 Schlepptriebwagen, auch bekannt als Allegra. Mit ihren 2320 Kilowatt können sie bis zu 7 Wagen, darunter auch Güterwagen, über die bis zu maximal 72 Promille Steigung der Bernina Bahn schleppen. Teilweise kommen auch noch ältere Thyristor-Triebwagen ABE 443 in Doppeltraktion zum Einsatz. Diese wurden zwischen 1988 und 1990 gebaut. Der Streckenverlauf hier ist einfach nur faszinierend. Kein Wunder, dass die Bernina Bahn im Jahr 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden ist. Der Blick ist einfach nur überwältigend, egal ob aus dem Zug oder auf den Zug. Diese Stelle ist mittlerweile Geschichte. Die Brücke wurde letztes Jahr begradigt und durch eine neue ersetzt. Bei Miralago, was so viel wie Seeblick heißt, erreicht die Bernina Bahn den Puschlaversee. Bis 1938 hieß der Ort Meschino, was so viel wie erbärmlich bedeutet. Aus touristischen Gründen benannte man den Ort dann um. Bei La Prese wird die Bernina Bahn zur Straßenbahn. 1910, als der Abschnitt eröffnet wurde, war das noch kein Problem. Schließlich herrschte im Kanton Graubünden bis 1925 ein absolutes Fahrverbot für Motorfahrzeuge. Heute ist das anders. Je nach Fahrtrichtung kann es schon mal vorkommen, dass dem Autofahrer auf der rechten Spur plötzlich ein Triebwagen entgegenkommt. Aus den angrenzenden Restaurants hat man einen schönen Ausblick auf die Züge, die hier direkt an den Esstischen vorbeidonnern. Auch die Ortsdurchfahrt durch St. Antonio wird wieder sehr eng, bevor Poschiavo erreicht wird. Dann beginnt die Strecke wieder stark an Höhe zu gewinnen. Auf 38 Kilometer Strecke muss die Bahn sagenhafte 1824 Höhenmeter überwinden. Kehre für Kehre schraubt sich der Zug den Berg hinauf. Die Fahrgäste hält es jetzt nicht mehr auf ihren Sitzen. Schließlich muss man von der linken Seite auf die rechte Seite springen und dann wieder zurück, je nachdem, wie sich die Landschaft gerade präsentiert. Manchmal fehlen einem einfach nur die Worte. So umwerfend sind die Ausblicke. Vorbei am Lago Palü mit dem leider stark abgeschmolzenen Palü-Gletscher geht es nach Alpgrün auf 2091 Meter über dem Meer. Unterdessen haben wir die Baumgrenze erreicht, die über das letzte Jahrhundert immer weiter in die Höhe gewachsen ist.
Auf über 2200 Meter Höhe geht es nun dem Lago Bianco Stausee entlang. Er bildet die Wasserscheide zwischen Adria und dem Schwarzen Meer. Der Name kommt vom milchigen Gletscherwasser, das dem See ein ganz helles, türkisfarbenes Blau gibt. Seit 1943 gehört die Bernina Bahn zur Rätischen Bahn. Die Triebwagen wurden in die RHB übernommen. Zum Einsatz kommen heute für die Züge ab St. Moritz meist die nur unter Gleichstrom fahrenden AB443-Triebwagen, während die direkten Züge nach Chur mit zweistromfähigen Allegras gezogen werden. Und immer wieder Ausblicke, die kaum zu beschreiben sind. Der luxuriöse Bernina Express mit den Panoramawagen verbindet als Expresszug mehrfach täglich St. Moritz bzw. gewisse Züge auch Chur mit Tirano. Bei Bernina Hospiz durchfährt der Zug ein kurioses Bauwerk mit einer Kuppel. Dabei handelt es sich um eine gedeckte Drehscheibe für die Dampfschneeschleudern, denn seit 1913 verkehrt die Bernina Bahn ganzjährig. Hier ist auch der höchste Punkt der Strecke erreicht, 2253 Meter über dem Meer. Nun geht es wieder abwärts. Bei Arlas musste die Strecke nach mehreren schweren Lawinenunglücken 1934 auf die andere Hangseite verlegt werden. Die 31 Meter lange obere Bernina-Bachbrücke, eine Pendelpfeilerbrücke, erinnert eher an einen Wildwestfilm als an Heidi. Bei Bernina-Surt liefert sich der Allegra ein Wettrennen mit dem konkurrierenden Postbus, wobei sich letzterer an der Montebello-Kurve geschlagen geben muss. Hier hat man einen grandiosen Ausblick auf den leider nicht mehr so großen Mortaratsch-Gletscher und auf den Piz Bernina. Er ist der einzige 4000er Graubündens und er gab der Bahn den Namen. Eine grandiose, eine unvergessliche Fahrt. Dabei sind wir noch nicht einmal 2 Stunden unterwegs, wenn wir zum Schluss in den Bahnhof von Pontresina einfahren. Hier trifft die Bernina Bahn, die mit Gleichstrom fährt, auf die mit Wechselstrom betriebene Strecke von Sameden. Wir lassen die Bernina Bahn jetzt ziehen auf ihren letzten Kilometern nach St. Moritz.